So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ludwig Könnecke, ich bin Berechnungsingenieur bei CFX Berlin und ich möchte euch heute ein bisschen durchs Webinar für OptiSlang, für ANSYS OptiSlang führen. Und genau, darum geht's heute. Bevor ich zu den Hauptinhalten komme, möchte ich Ihnen erstmal kurz unsere Firma CFX Berlin vorstellen, was wir so machen, wo wir so tätig sind und wo unsere Spezifikationen liegen. Wir sind seit über 20 Jahren auf dem Markt im Bereich der numerischen Simulation unterwegs. Dabei hatten wir unseren Anfang, so wie unser Name auch bezeichnet, im Bereich der Strömungssimulation, also ähnlich vergleichbar mit dem CFX-Löser von ANSYS, und haben unseren Kernkompetenzbereich bis heute immer stetig ausgebaut. Dabei gehören zum Beispiel neben der Strömungsmechanik auch die Thermodynamik, die Elektromechanik, Strukturmechanik und auch die Simulation von gekoppelten physikalischen Effekten. Dabei sind wir ebenso Partner von ANSYS, die im Bereich von Softwarelösungen für numerische Simulationen auch Weltmarktführer sind. Neben dem Vertrieb von Softwarelösungen in den eben genannten Feldern bieten wir natürlich auch dazugehörige Hardwarelösungen an, dass Sie möglichst zeiteffizient Berechnungen bei Ihnen durchführen können. Und für die Softwarelösung bieten wir natürlich auch Beratungsthemen oder projektspezifische Schulungen an. Ebenso führen wir Berechnungs- und Optimierungsprojekte durch und sind auch im Bereich der Forschung und Entwicklung aktiv. Vier Produkte haben wir im Bereich der numerischen Simulationslösung für Sie quasi in unserem Portfolio. Zum einen die ANSYS-Produkte, die Marktführer im Bereich der gekoppelten Physiken für 3D- und 1D-Systeme sind und vor allem auch sehr viel im Bereich Strömungssimulation und Strukturmechanik, Elektromagnetik und zum Beispiel auch Topologieoptimierung oder additive Fertigung zu bieten haben. Als zweites haben wir TwinMesh. TwinMesh ist eine Software zur automatischen Erzeugung von qualitativ hochwertigen numerischen Netzen für rotierende Verdrängermaschinen. Es ist dabei immer direkt komplementär auch zu ANSYS CFD. Das heißt, die erzeugten Netze aus TwinMesh können direkt in die Simulation mit in CFD genutzt werden. Als drittes haben wir FlowNext. FlowNext ist eine Software zur Strömungssimulation auf Systemebene in quasi 1D, um zum Beispiel Strömungsanlagen auszulegen, Kennlinien zu erstellen oder thermische Kreisläufe auszulegen. Auch FlowNext ist dabei, wie die anderen beiden Softwarepakete oder quasi TwinMesh, dabei direkt integrierbar in ANSYS, um Randbedingungen wie Temperatur und Druck direkt zu übernehmen. Als viertes haben wir ParticleWorks. ParticleWorks ist eine Software für numerische Strömungssimulation, die partikelbasiert funktioniert. Im Gegensatz zur konventionellen CFD, die auf Gittern basiert, stellen hier die Partikel selber die räumliche Diskretisierung dar. Auch hier ist wieder die direkte Kopplung mit ANSYS möglich. So, um was geht es heute überhaupt? Quasi, was machen wir heute? Was ist das Ziel des heutigen Webinars? Einerseits möchte ich Ihnen gerne die Möglichkeiten und Vorteile der computerunterstützten Optimierung zeigen. So werden wir also die wichtigsten Inhalte von OptiSlang einmal durchgehen. Ebenso möchte ich Ihnen aber auch an einem kleinen Beispiel ganz am Ende zeigen, wie solch eine Optimierung zum Beispiel aussehen kann. So, dabei werden wir vom Inhalt her als erstes eine Übersicht von ANSYS OptiSlang uns anschauen. Dabei gehen wir so auf die vier hauptsächlichen Themen oder Themengebiete, die man oftmals mit OptiSlang bearbeitet, ein. Das ist die Sensitivitätsanalyse, die Optimierung, eine Robustheit oder Robustheitsanalyse und eine Modellkalibrierung, die man damit macht. Danach zeige ich ein bisschen was zum Prozessaufbau und den Möglichkeiten in der ANSYS Workbench und dann noch zur Prozessintegration von externer Software, die man quasi mit ANSYS OptiSlang nutzen kann. Und als letztes kommen wir zu unserem Optimierungsbeispiel anhand eines Industrieventilators, was wir mit ANSYS OptiSlang optimieren werden. Genau, ANSYS OptiSlang ist ein Werkzeug, um Variantenanalysen von Designsets durchführen zu können. Und diese Designsets sind oftmals CAE-Grundlagen, zum Beispiel FEM-Analysen. Es wird für Simulation, Prozessintegration und Designoptimierung verwendet. Dabei können viele Arten von Simulationen oder Anwendungen, die parameterbasiert sind, mit ANSYS OptiSlang verwendet werden. So, wie finde ich nun heraus, wie ein verlässliches wirtschaftliches Optimum für mein Produkt, wie sowas aussieht? Wie kann ich sicherstellen, dass Entscheidungen in der Konstruktion und Optimierung dabei auch auf quantitativen Fakten basieren? Dazu ist natürlich notwendig, dass Ihr Design und die verschiedenen Optionen, dass Sie diese besser verstehen, um zu wissen, an welchen Schrauben Sie drehen müssen und um die gewünschten Eigenschaften Ihres Produktes zu verbessern. Es beinhaltet dabei, das Optimierungspotenzial zu identifizieren und schließlich entscheiden zu können, ob Ihr Design unter realen Bedingungen robust ist oder nicht. OptiSlang ist dabei ein universales Werkzeug zur Variationsanalyse in der virtuellen Produktentwicklung. Projektassistenten führen dabei den Benutzer durch die Einrichtung und helfen bei Entscheidungen über die Algorithmen. Sie müssen also nicht alles manuell selber einrichten. Ihnen werden alle relevanten Fragen gestellt und es sind nur minimale Benutzereingaben erforderlich.
Dann gibt es ein Ampelsystem, ein Ansatz OptiSlang, das geeignete Algorithmen für einen vorschlägt, für das jeweilige Analysesystem. Und die von Ihnen gewählten Algorithmen verfügen dann über vordefinierte Einstellungen, die für die meisten Standardanwendungen zumindest geeignet sind. Dabei sind die Hürden in der industriellen Anwendung bekannt. Zum Beispiel die Tatsache, dass physikalische Phänomene gekoppelt, nicht linear und auch hochdimensional sein können. Wie ist also nun solch ein Ablauf der Parametrisierung bzw. Optimierung? Zuerst werden Sie Ihr Modell parametrisieren. Das kann sowohl in der Geometrieumgebung passieren. Sie parametrisieren also zum Beispiel Blechdicken, Skizzenmaße oder Bauteilgrößen. Als nächstes erfolgt die Prozessintegration. Wenn man Ansatz für die Parametrisierung verwendet, also zum Beispiel Ansatz Space Claim und Ansatz Mechanical, dann erfolgt die Prozessintegration ganz einfach über die Workbench. Ebenso können Sie aber auch Excel- oder Python-Anwendungen mit OptiSlang koppeln. In einer einfachen und übersichtlichen GUI können Sie dann alle wichtigen Einstellungen treffen und Ergebnisse auswerten und betrachten. OptiSlang wird vor allem für die folgenden Punkte verwendet. Dabei wird als erstes eine Sensitivitätsanalyse Ihres Modells zum Anfang durchgeführt. Sie lernen also Ihr numerisches Modell besser kennen, indem Sie verstehen, welche Eingabeparameter auf welche Ausgabeparameter einen Einfluss haben und wie stark dieser Einfluss ist. Aufbauend auf der Sensitivitätsanalyse kann dann eine Optimierung erfolgen. Dabei werden Zielfunktionen und Bereiche gewählt, um ein optimales Design zu ermitteln. Dieses optimale Design wird dann auf die Robustheit getestet, das heißt, wie hoch ist der Einfluss kleiner Schwankungen in den Eingabeparametern auf die Ausgabe, zum Beispiel aufgrund von Fertigungstoleranzen oder Messungenauigkeiten. Das robuste Design kann dann nochmal einzeln in zum Beispiel Ansys Mechanical getestet werden. Ebenso wird OptiSlang gerne dafür verwendet, eine Kalibrierung des Modells zu machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn experimentell ermittelte Messdaten vorhanden sind und man möchte sein Modell dahingehend kalibrieren. So kann man Dämpfungswerte oder Randbedingungen anpassen, um ein realitätsnahes Modell zu erhalten. All die Ergebnisse können am Ende in einem Metamodell wiedergespiegelt werden, womit schnelle Berechnungen von Design Points im Metamodell statt im realen numerischen Modell durchgeführt werden können. Somit kann man sich dann je nach Modell relativ viel Rechenzeit sparen. Kommen wir nun zu den verschiedenen Modulen innerhalb von Ansys OptiSlang. Anfangen werden wir mit der Sensitivitätsanalyse. Ziel dieser Analyse ist es, mit möglichst wenigen Löserdurchgängen die wichtigsten Modellparameter zu identifizieren. Also, welche Eingabeparameter haben den höchsten Einfluss auf meine Ausgabeparameter? Daraus kann der Berechnungsingenieur dann das Modell besser verstehen und es ebenso selbstständig optimieren oder es mittels OptiSlang Richtung Zielfunktion zum Beispiel optimieren lassen. Am Ende der Sensitivitätsstudie entsteht ein Metamodell, bestehend aus einer Korrelationsmatrix, die in der Sensitivitätsstudie ermittelt wurde. Das Design of Experiments, also kurz DOE, generiert eine bestimmte Anzahl von Designs, die alle vom Solver ausgewertet werden. Über die Regressionsmethode wird sich den Solver-Antworten dann angenähert, um das Verhalten zu verstehen und zu bewerten. Über Näherungsfunktionen wird der Einfluss dann der Variablen quantifiziert. Innerhalb der Sensitivitätsanalyse wird ein Metamodell, sogenanntes MOP-Metamodell of Optimal Prognosis, erstellt. Dieses Metamodell ist eine objektive Messung der Vorhersagequalität. Es erfolgt die Ermittlung des relevanten Parameterraums und die Ermittlung des optimalen Vorhersagemodells. Über dieses Modell wird dann die Löseausgabe approximiert. Die Rekonstruktion der Zielfunktion, also der Ausgabeparameter, erfolgt zum Beispiel über eine Fehlerquadrate-Methode oder auch der gaußschen Regression. Die Güte der Vorhersage kann durch Teilmengen der Sensitivitätsstudie ermittelt werden. Dabei dient der Vorhersagekoeffizient, also COP, Coefficient of Prognosis, als quantitativer Faktor. Er bildet das Gütemaß der Approximation des Metamodells. Wie eben schon genannt, ist das Vorhersagemaß oder der Vorhersagekoeffizient COP eines der beiden Maße, mit denen man das Metamodell oder generell eine Korrelation messen kann. Zusätzlich dazu gehört noch das Bestimmtheitsmaß COD, das ist der Coefficient of Diagnosis. Dieser gibt an, wie gut meine Interpolation oder mein Metamodell mit den echten Simulationsergebnissen übereinstimmt. Schaut man sich zum Beispiel eine Funktion oben rechts mit der Eingabevariable auf der X-Achse und der Ausgabevariable auf der Y-Achse an, dann kann dieser Wert einfach 1,0 erreichen, also COD von 1,0. Das ist damit gegeben, wenn der Grad der Funktion gleich der Anzahl von experimentellen Punkten oder Löserergebnissen ist. Das heißt aber noch gar nicht, dass diese Funktion dann zum Beispiel auch Zwischenergebnisse gut voraussagen kann. So bietet zum Beispiel eine Funktion, die ähnlicher der Originalfunktion ist, zwar ein schlechteres Bestimmtheitsmaß, aber ein besseres Vorhersagemaß. Besonders für ein Metamodell, welches stabil für die Optimierung und Vorhersage funktionieren soll, ist das Vorhersagemaß COP der wichtigste Faktor dabei. Denn weitergehend möchte man ja oftmals unbekannte Datenpunkte wissen.
Um sein Metamodell zu verbessern und einen besseren COP zu erhalten, kann man das Datenset zum Beispiel verfeinern. Das geht zum Beispiel über globale Verfeinerung mittels Advanced Hypercube Sampling oder über lokale Verfeinerung, zum Beispiel lokale Approximationsfehler minimieren, zum Beispiel durch das Einsetzen neuer Datenpunkte. Genau, als nächstes Modul schauen wir uns die Optimierung an. Ziel dieser Analyse ist die Optimierung des numerischen Modells hinsichtlich einer Zielfunktion oder eines Modellparameters. Dies kann unter anderem die Optimierung eines Parameters in Richtung eines Zielwerts für eine Modellkalibrierung sein, in dem gewisse Modellparameter erreicht werden und andere als Variable gelten, die veränderlich sind. Ebenso kann die Optimierung natürlich auch hinsichtlich eines globalen Minimums oder Maximums erfolgen. So können zum Beispiel die maximale Verformung eines Modells minimiert werden durch Anpassung von geometrischen Parametern oder die Maximierung von Frequenzen, um diese aus dem Betriebsbereich zu schieben. Als Ergebnis der Optimierung hält man dann das Parameterset des optimalen Designs und ebenso kann man auch alle anderen Designsets, die entstanden sind, inklusive der Ausgabeparameter evaluieren. Man sieht nämlich jeweils, bei welchem Set welche Randbedingungen der Optimierung erfüllt oder nicht erfüllt wurden. Die Optimierung kann einerseits direkt mit der Kopplung des Lösers oder zum Beispiel auch aber auf Basis eines Metamodells, also des MOPS, erfolgen. Dabei wird das Metamodell zur Hand genommen und daran werden die Eingabeparameter angepasst und die Optimierung der Zielfunktion vorgenommen. Letzteres ist natürlich nur gut möglich, wenn das Metamodell an sich schon eine gute Prognose oder eine reale Prognose zeigt. Für die Optimierung gibt es generell drei Methoden. Die erste Methode ist eine gradientenbasierte Methode. Diese ist vergleichbar mit einem Quasi-Newton-Verfahren, in dem die Differenz eines Parameters zum Zielparameterwert minimiert wird, also nahe Null gebracht wird. Da man bei der Optimierung auch immer ein Anfangsdesign angeben muss, ist diese Methode anfällig für Modelle, welche mehrere Minima aufweisen oder bei denen das Anfangsdesign schlecht gewählt wurde oder nahe einem lokalen Minimum liegt. Ebenso ist diese Methode nur für Optimierungsvariablen geeignet, die einen kontinuierlichen Wert aufweisen können, wie zum Beispiel Dämpfungsgrade oder geometrische Maße, wo man keine diskreten Werte nur hat. Neben der zu optimierenden Funktion oder hinsichtlich eines Zielwertes können natürlich auch andere Randbedingungen dazu gewählt werden, die bei der Zielwertermittlung eingehalten werden müssen. Generell ist diese Methode gut anwendbar für Modelle mit kontinuierlichen Optimierungsvariablen und mit bis zu 20 Modellparametern. So sind Ergebnisgüte und Rechenzeit in einem guten Einklang. Die zweite Methode ist die direkte Optimierung. Dabei wird mittels eines angepassten Metamodells oder einer Antwortfläche das Erreichen eines optimalen Parameters erreicht. So können zum Beispiel Bereiche eines globalen Minimums oder Maximums schnell gefunden werden. Darauf folgend wird in mehreren Iterationsschritten das Metamodell bzw. die Antwortfläche angepasst, um zum Beispiel das lokale Minimum oder Maximum zu finden. Das Gleiche kann auch über ein Polynom erfolgen, welches lokal verkleinert oder unverfeinert wird. Diese direkte Optimierung ist ebenso sehr effizient und robust für Modelle mit bis zu 20 Modellparametern. Die Parameter und auch Optimierungswerte können dabei kontinuierlich und oder diskret sein. Die dritte Optimierungsmethode ist die natürliche Optimierungsmethode, eine von der Natur inspirierte Methode und unter dem Namen der Evolutionsstrategie bekannt. Diese Methode basiert dabei, wie der Name schon sagt, auf der evolutionären Optimierung. So haben sich Tiere und Pflanzen durch variierende genetische Informationen optimal ihrem jeweiligen Lebensraum angepasst. Zum Beispiel Schmetterlinge passten das Aussehen ihrer Flügel an, um nicht von Vögeln gefressen zu werden. Zum Beispiel bei Ameisen, diese nutzen solch eine Methode, um den kürzesten Laufweg zu ihrem Futter zu finden, in dem Duftstoffe verbreitet werden und nur die Wege, die kurz sind und somit oft gelaufen werden und eine starke Konzentration des Duftstoffs haben, bleiben am Ende übrig. In der Technik hilft dieses Optimierungsverfahren bei Problemen, die selbst von mathematischen Lösungsverfahren nicht gelöst werden können. Dies trifft vor allem auf Probleme mit diskreten Werten und keinen kontinuierlichen Funktionen, bei denen keine Informationen über Gradienten im Parameterraum vorhanden sind. Mittels Mutation und/oder Rekombination werden Lösungsvorschläge, die mittels Mutation und/oder Rekombination zur Generierung neuer Lösungsvorschläge verwendet werden, als Elternindividuum und solche Lösungsvorschläge, die daraus resultieren, als Nachkommenindividuen bezeichnet. Einfach erklärt unterziehen sich die Elternindividuen einem Konvergenztest, wie gut sie das Optimierungskriterium erfüllen. Die besten Elternindividuen werden dann ausgewählt und von denen aus werden die neuen Mutationen erstellt mit leicht veränderten Parametern. Dies sind dann die Nachkommenindividuen. Von diesen Nachkommen werden dann die Optimierungsparameter evaluiert und diese ersetzen dann die vorherigen Elternindividuen. Danach beginnt der Kreis wieder von vorne, bis ein Konvergenzkriterium eines Elternindividuums erfüllt wurde und dieses als optimiertes Designset gesetzt werden kann. Kommen wir nach der Optimierung zum nächsten Modul, und zwar zum Modul zur Ermittlung der Robustheit von einem Optimum.
Es ist also herauszufinden, ob das Optimum, welches im vorherigen Schritt ermittelt wurde, auch ein robustes Optimum ist. Also gegenüber Schwankungen der Eingabeparameter auch ein stabiles Ergebnis liefert. Denn in der Realität hat man ebenso bei Schwankungen bei Eingabeparametern zu tun, unter anderem aufgrund von Herstellerdifferenzen bei Material, Fertigungstoleranzen oder halt Messungenauigkeiten. So kann man zum Beispiel im oberen Bild oben rechts erkennen, dass der linke Punkt zwar ein deterministisches Optimum bildet, weil es lokal das Minimum ist, der Optimierungswert aber nicht robust gegenüber Schwankungen bei den Eingabeparametern der X-Achse ist. Mit kleinen Schwankungen der Werte auf der X-Achse verändert sich der Zielwert stark und so kann schnell über dem robusten Optimum hier rechts liegen. So sollte das Design innerhalb eines schwankenden Eingaberaums stabile Antworten liefern und statistisch um den optimalen Wert in einem gewissen Ungenauigkeitsbereich abhängig von der Standardabweichung bleiben, also ein gewisses Sigma-Level erreichen. Ein objektiver Wert, der zu betrachten ist, ist dabei der Variationskoeffizient. Dieser Wert der Objektfunktion sollte kleiner sein als der der Eingabeparameter. Die Analyse zur Robustheit eines Optimums erfolgt grob in 5 Schritten. Zuerst wird der Designbereich festgelegt. Dazu zählt der Streubereich der Eingabeparameter, definiert über Mittelwert, Standardabweichung oder Variationskoeffizient, die benötigte Robustheit, also zum Beispiel der Sigma-Wert, und der Korrelationsfaktor, der zum Beispiel über eine vorher bereits durchgeführte Sensitivitätsanalyse ermittelt wurde. Als zweites erfolgt die Berechnung von mehreren Designs innerhalb des Designbereichs. Die Anzahl der Designs sollte groß genug sein, um zum Beispiel die einzuhaltende Sigma-Level gut abbilden zu können. Als drittes sollte man dann die Variation der einzelnen Ausgabeparameter evaluieren lassen und prüfen. Ebenso sollte die Erklärbarkeit des Modells geprüft werden, inwieweit zum Beispiel die Antwortfläche im Designbereich plausibel erscheint. Als viertes sollten die Variablen identifiziert werden, die die größte Streuung in der Ausgabe erzeugen. Aus den Lösungen kann nur eine bestimmte Robustheit ermittelt werden. Das heißt, wie stark streut meine Antwort anhand der Standardabweichung und wie groß ist das Sigma-Level des Designs und ob dieses über dem definierten Sigma-Level liegt. Erfüllt das aktuelle optimale Design nicht den Kriterien, dann kann eine robuste Optimierung durchgeführt werden. Die Optimierung rechnet dann Toleranzen und Variablenstreuungen mit ein. So, als letztes Modul, welches wir uns anschauen, ist die Modellkalibrierung. Dabei geht es generell darum, dass man zum Beispiel nicht wie bei der Optimierung einen Wert an einen Zielwert anpasst oder Limit setzt, sondern dass man einen ganzen quasi optimalen Parameterbereich hat, wohin ein Modell hin optimiert bzw. kalibriert werden soll. Ein Beispiel hier ist die Anpassung eines Materialmodells innerhalb von ANSYS an experimentelle Zugversuchswerte. Dafür werden als Eingabeparameter verschiedene Koeffizienten des Materialmodells verwendet, zum Beispiel Koeffizienten eines hyperelastischen Materialmodells. Mit diesen Parametern wird ein Zugversuch durchgeführt, der einen experimentellen Zugversuch im Aufbau gleichkommt und die Ergebnisse der Simulation und der Messung, also der Experimente, werden dann miteinander verglichen. Darauf aufbauend werden die Modellparameter soweit angepasst, dass die Fehler der Spannungsdehnungskurven zwischen Simulation und Experiment verschiedener Proben minimiert werden. Dies erfolgt standardmäßig über die Fehlerquadratminimierung. Ziel ist es dann, die Eingabeparameter meines Materialmodells zu erhalten, welche sehr ähnliche Ergebnisse in der Simulation zu den Experimenten liefern. Nachdem wir nun theoretische Teile und die wichtigsten Module von ANSYS OptiSlang besprochen haben, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie solch ein Beispiel Prozessaufbau in der Workbench aussehen würde, beziehungsweise inwieweit ich neben ANSYS auch noch andere Löser in OptiSlang einbinden kann. Innerhalb der ANSYS-Produkte wie SpaceClay, Mechanical, CFX und viele mehr können Sie Eingabeparameter parametrisieren. Sobald Sie Werte parametrisiert haben, erhalten Sie innerhalb des Workbench-Projekts ein Parameterset. Dort können Sie einerseits verschiedene Designpoints definieren und berechnen lassen. Und das Parameterset ist ebenso wichtig für die Definition der Parameter für eine OptiSlang-Analyse. Sie brauchen also nur eines der OptiSlang-Module auf Ihr Parameterset zu ziehen, zum Beispiel eine Sensitivitätsanalyse, und können dann mit den Eingabe- und Ausgabeparametern des Parametersets innerhalb der OptiSlang-Umgebung arbeiten. OptiSlang greift dann automatisch als Löser auf die damit verknüpften Module zu. Hier im oberen Beispiel dann eine statisch-mechanische Analyse und die Modalanalyse. Und ANSYS OptiSlang an sich bietet natürlich auch eine eigene Workbench an oder eine Art eigene Workbench an. Das sehen Sie im unteren Bild. Dort können Sie dann verschiedene Module miteinander koppeln und aneinander hängen, um so einen Ablauf zu automatisieren, zum Beispiel eine Sensitivitätsanalyse, gefolgt von einer Optimierung, einer Robustheitsanalyse und dann einer robusten Optimierung. Dort können Sie natürlich dann auch andere Lösermodule mit koppeln. Genau, mittels externer Prozessintegration können dann so auch viele andere Löser in der OptiSlang-Umgebung eingebunden werden. Dazu gehören zum Beispiel Excel, MATLAB, Python und viele mehr. Für die meisten Löser erkennt OptiSlang dann automatisch, welche Parameter zum Beispiel innerhalb des Codes als Variable gelten.
und damit parametrisiert werden können. Ebenso können Ausgabeparameter, die innerhalb des Lösers berechnet werden, ebenso automatisch erkannt werden. Seit der OptiSlang-Version 2021 R2 gibt es auch Lizenzänderungen, die relativ wichtig sind und eine große Änderung mit sich bringen. Die möchte ich hier auch noch kurz präsentieren. Generell gibt es jetzt zwei OptiSlang-Lizenztypen. Zum einen OptiSlang Premium und zum anderen OptiSlang Enterprise. In der Enterprise-Version haben Sie zum Beispiel noch Zugriff auf eine künstliche Intelligenz als Modul. Was jetzt aber vor allem neu ist, dass die Anzahl an gleichzeitigen Designpunktberechnungen nicht mehr abhängig von den Löserlizenzen direkt sind, sondern auch von der OptiSlang-Lizenz. So haben Sie die Möglichkeit, mit einer Premium-Lizenz von OptiSlang und einem Löser vier Designpunkte gleichzeitig zu rechnen. Es wird jedoch nur diese eine Löserlizenz gezogen, zum Beispiel von CFD Premium. Sie sind dabei pro Designpunkt aber auf vier Kerne limitiert, wie generell vom Löser. Für Berechnung auf mehreren Kernen oder mehr Designpunkte zusätzlich brauchen Sie zusätzliche HPC-Lizenzen. Sie können damit also eine einfache Parallelisierung Ihrer verschiedenen Rechnungen realisieren, ohne sich zusätzliche Löserlizenzen anschaffen zu müssen. Vor dieser Lizenzeinstellung wurden für zum Beispiel vier parallele Designpunktberechnungen auch vier Löserlizenzen gezogen. Das heißt, Sie brauchten vier Löserlizenzen und eine OptiSlang-Lizenz. Jetzt brauchen Sie nur noch diese eine OptiSlang Premium- und Enterprise-Lizenz und eine Löserversion und können dafür vier oder zum Beispiel acht Designpunktberechnungen durchführen. Okay. Jetzt ein bisschen weg von den Lizenzen und wieder hin zur Anwendung von OptiSlang. Und wir kommen zum Schluss noch zu einem kurzen Beispiel zur Anwendung von Ansatz OptiSlang, hier am Beispiel eines Industrieventilators. Hier links in der Tabelle habe ich einmal aufgeführt, was für Eingabeparameter man so typisch zum Beispiel bei so einem Ventilator wählen kann. Das sind zum Beispiel geometrische Parameter, Höhe, Breite, Tiefe, Wanddicke. Wir haben Randbedingungen, physikalische Randbedingungen wie Kräfte, wie Massen. Und wir haben zum Beispiel Materialparameter. Dazu zählen E-Modul oder Dichte Rho. Als Ausgabeparameter sind so typische Parameter zum Beispiel Eigenfrequenz in der Modalanalyse, die Masse an sich, wie verändert die sich durch Veränderungen von Materialparametern und geometrische Parametern und zum Beispiel auch Verschiebungen oder auch ähnliche Sachen. Dann gibt es noch Vektorergebnisse, zum Beispiel Kraft über Verschiebungskurven oder auch Eigenfrequenzen über Verschiebungskurven. Ebenso können wir sogar auch Ausgabeparameter als Matrizen entnehmen, also 2D- und 3D-Daten, zum Beispiel Spannungs- oder Dehnungsmatrizen. Wenn wir uns jetzt mal kurz eher im Bereich der Strukturmechanik mal einen Blick in die Theorie wagen, dann kann man für den Bereich Modalanalyse Eigenfrequenzen sich Eigenfrequenzen berechnen aus Wurzel k durch m. Das heißt, die Eigenfrequenz steigt mit steigender Steifigkeit und die Eigenfrequenz sinkt mit sinkender Masse. Beziehungsweise mit steigender Masse sinkt die Eigenfrequenz, mit sinkender Masse würde diese auch steigen. Schaut man sich eine gedämpfte Eigenfrequenz an, dann wirkt diese Dämpfung dorthin gehend, dass sie im Gegenzug zur ungedämpften Eigenfrequenz die gedämpfte Eigenfrequenz geringer ist. Das heißt, auch die Dämpfung hat einen Einfluss darauf. Die größten Einflussparameter sind oftmals aber Masse und Steifigkeit aus dem Verhältnis Wurzel k durch m. Typische Eingabeparameter wären dann in diesem Fall Loslagersteifigkeit, Festlagersteifigkeit, die Motormasse, Blechdicken. Die Blechdicken haben dabei Einfluss auf sowohl die Steifigkeit als auch die Masse. Und zum Beispiel Dämpfungsgrad oder auch Drehzahl. Typische Ausgabeparameter in der Modalanalyse wären dann zum Beispiel die Eigenfrequenzen der ersten 10 Moden. Das ist jetzt hier in Ansys OptiSlang dargestellt, die Eingabeparameter. Das heißt, wir sehen links in der ersten Spalte die Namen dafür. Zweite Spalte ist für die Optimierung, Parametertyp. Dann gibt es einen Referenzwert, teilweise auch Anfangswert. Dann kann ich sagen, dass manche Werte vielleicht konstant in der Analyse gewählt werden müssen oder sollen. Und dann gibt es noch in der darauffolgenden Spalte eine Auswahl, ob es kontinuierliche Werte sein sollen, in der Range, also in einem Bereich zwischen Anfangs- und Endwert, oder ob es diskrete Werte sein sollen, also zum Beispiel Blechdicken. Blechdicken sind meistens davon abhängig, was für Zulieferer habe ich, stelle ich die vielleicht selber her, was für Maschinen habe ich, um das Ganze zu ermöglichen. Das heißt hier zum Beispiel typischerweise so 2, 5, 10, 15, 20 und 30 mm Blechdicken. Genau, wenn ich mir das Ganze mal ausgeben lasse, anhand als Ausgabeparameter meine Eigenfrequenzen von Mode 1 bis 10, dann schaue ich mir als erstes die COP-Matrix, das heißt die Coefficient of Prognosis Matrix an. Ich sehe also hier links meine verschiedenen Moden und ich sehe hier unten meine Eingabeparameter. Die wichtigsten Eingabeparameter, wie schon zu sehen, sind einerseits die Blechdicke des Gehäuses, was auch die meiste Masse und meiste Steifigkeit mit ausmacht, und zum Beispiel auch eine Blechdicke von der vorderen Stütze.
an meinem Ventilator. Was ich hier sehe, ist jetzt der COP, das heißt der Coefficient of Prognosis. Wie gut kann dieser eine Wert, wenn er geändert wird, quasi meine Eigenfrequenz der Mode vorhersagen? Zum Beispiel bei der Mode 1 sind sie bei 40%, also nicht so gut. Zum Beispiel bei Mode 10 oder auch 4 oder auch 6 werden sehr gut mit der Blechdicke des Gehäuses vorhergesagt, weil sich Steifigkeit und Masse relativ gut dahingehend ändern, dass es vorhersagbar ist mit meinem Metamodell. Bei der Blechdicke vorne der Stütze, diese haben vor allem anscheinend auch Einfluss auf die Mode 1. Das heißt, wenn sich diese Blechdicken ändern, verändert sich vor allem die Eigenfrequenz der Mode 1. Sie hat aber keine Abhängigkeit mehr zu den anderen Moden. Die Gesamt-COP, das heißt der Gesamt-Coefficient of Prognosis, möchte man immer so gerne mindestens bei 80% haben, um mit seinem Gesamtmodell, das heißt mit allen Eingabeparametern, die gewollten Ausgabeparameter gut vorhersagen zu können, um zum Beispiel dieses Metamodell im späteren Verlauf in der Optimierung verwenden zu können. Hier ist jetzt noch ein kurzer Residual Plot. Das heißt, wir sehen hier in Schwarz unsere Predictions, die wir gemacht haben, mit dem Coefficient of Prognosis und in Rot unser Fitting, das heißt, wie wir unsere Funktion quasi da durchgelegt haben. Dann sehen wir noch hier als Band quasi unsere Grenzband vom Sigma-Level und in der Mitte quasi wie so eine Art Mittelwert unseres Modells. Das heißt, wenn alle Werte, die wir haben, wirklich auf dieser mittleren Linie liegen würde, dann hätten wir auch einen Coefficient of Prognosis von genau 1. Das heißt, wir würden exakt in dem Metamodell unsere Ausgabeparameter anhand der Eingabeparameter vorhersagen können. Wenn man sich bei den Ergebnissen jetzt zum Beispiel mal so ein Mob vom Mob aus so ein Diagramm vom Coefficient of Prognosis anschaut, dann haben wir jetzt zum Beispiel hier mal die Blechdicke vom Gehäuse zur Mode 8. Das heißt, wir haben hier die Mode 8 in Eigenfrequenz in Hertz und wir haben hier die Blechdicke vom Gehäuse dargestellt. Und man sieht dann mit dieser Linie relativ gut, dass man durch die Veränderung der Blechdicke des Gehäuses relativ gut die Eigenfrequenz von so einem Modell vorhersagen kann. Der COP ist hier bei 87%. Natürlich haben auch noch andere Werte zum Beispiel darauf Einfluss, wie sich die Eigenfrequenz verändert, zum Beispiel andere Blechdicken. Und die ganze Antwort ist halt zum Beispiel als 2D-Graph, aber auch als 3D-Graph zum Beispiel hier dargestellt. Hier habe ich dann noch als zweite Achse zum Beispiel die Masse des Motors, wie das veränderlich ist. Das heißt, mit sinkender Masse des Motors steigt auch eher die Eigenfrequenz dieser Mode 8. Genau, hier nochmal zusammengefasst, was ich am Anfang schon kurz erzählt habe. Den größten Einfluss auf die COP-Matrix hat Lagersteifigkeit und Blechdicken. Und wobei die Lagersteifigkeiten bei COP-Wert von ungefähr 5% nur liegen oder geringer. Und der Einfluss des unbekannten Dämpfungsgrades und der meistgegebenen Masse des Motors können dabei relativ gut ignoriert werden. Das sind auch oftmals Werte, die man in der Realität schwieriger ändern kann. Im nächsten Schritt erfolgt dann eine Erstellung von einem Metamodell nur unter Einfluss der Blechdicken. Und genau, daher, weil wir sagen, die Blechdicken sind am einfachsten anzupassen. Das sind jetzt die Eingabeparameter. Das sind alles diskrete Werte zwischen 2 und 50 Millimeter als Blechdicken. Und weiß diskrete Werte sind, beziehungsweise hier noch kurz ein bisschen so die Eigenmoden, um nochmal vielleicht das Modell zu sehen. Man sieht also zum Beispiel in der Mode 1, also auch Mode 2 schwingt relativ viel Masse, vor allem im Blechbereich. Mode 3 ist es mehr so eine Biegeschwingung der Welle. Mode 4 ist so eine Kombination davon und Mode 5 ist dann schon wieder eher so ein Schwingen des Gehäuses. Genau, weil wir uns gerade die Eingabeparameter angeschaut haben, haben wir da gesehen, das sind alles diskrete Werte. Deswegen haben wir auf Basis des Mobs, den Mob haben wir aber nur anhand der Blechdicken erstellt, wählen wir dort den Evolutionstheorie-Optimierer, weil es nur diskrete Werte sind. Unser Ziel des Ganzen ist, dass wir die Moden 1 bis 8 unter 45 Hertz kriegen und die Moden 9 bis 10 oder 9 und 10 über 60 Hertz. Ziel des Ganzen ist also, die Eigenfrequenzen außerhalb unseres Betriebsbereichs von ca. 50, 55 Hertz zu halten. Dann als letztes habe ich hier noch das ist quasi unsere Constraints, habe ich noch eine objektive Ausgabe und zwar ist das eine selbst erstellte Variable zur Quantifizierung des Materialeinsatzes, habe ich das Ganze gemacht. Man kann das Ganze natürlich zum Beispiel per Masse ausgeben lassen. Je mehr Masse, oder beziehungsweise ich möchte meine Masse möglichst minimieren, weil man braucht immer ein Minimalziel, weil selbst wenn die Moden außerhalb meines Betriebsbereichs sind, ist das Optimalergebnis, das zu erreichen mit einer möglichst geringen Massen- bzw. Materialeinsatz,
weil das meistens dann auch kostengünstig zum Beispiel ist. Und so habe ich also die Summen mit bestimmten, die Blechdicken mit bestimmten Faktoren versehen, um so dann eine Gesamtsumme zu bilden, die dann quasi eine Blechdicke der Gesamtgehäuse bildet, als quantitativer Faktor. So sieht dann die ganze Optimierung aus. Das heißt, wir haben hier so eine History von den, ich sag mal, iterativen Vorgängen. Das heißt, wir haben hier unsere Design Points. Insgesamt wurden ca. 2600 Design Points gerechnet mit Blechdicken zwischen 2 mm und 30 mm. Und es wurden alle Randbedingungen eingehalten. Das heißt, das ist hier unser bestes Design, Nummer 809. Wir haben hier unsere verschiedenen Parameter, die wir gewählt haben. Und das sind quasi unsere Input-Parameter, die dann am Ende rausgekommen sind. Und alle Randbedingungen, das heißt, dass die Eigenfrequenzen in diesen Herzbereichen lagen, haben wir eingehalten. Genau, das quasi nochmal hier. So sieht das optimale Design dann aus. Das heißt, wir haben unsere Moden hier in diesen Bereichen, wo dann zwischen 45 und 60 Hertz keine einzelne Mode vorhanden ist. Circa 2600 Design Points wurden gerechnet. Und um mal so ein bisschen die Rechendauer zu vergleichen, was bringt es einem zum Beispiel, wenn man ein sehr gutes Metamodell hat und darauf eine Optimierung macht? Wir haben mit einem Mechanical Löser, also rein über FEM, haben wir 150 Designpunkte gerechnet, um diesen Mob, um dieses Metamodell zu erstellen. Das hat circa 18 Stunden gedauert auf der lokalen Maschine hier. Dann haben wir mit dem Mob diese Optimierung durchgeführt mit circa 2600 Designpunkten. Und der Moblöser hat dann für diese Optimierung, also 2600 Designpunkte durchrechnen, circa 2 Minuten gebraucht. Das heißt, es ist eine sehr starke von mindestens Faktor 100 Beschleunigung der gesamten Berechnung. Das heißt, wenn man ein sehr gutes Metamodell hat mit einem sehr guten COP, also Coefficient of Prognosis, dann kann man auch solche Optimierungen oder andere Designanpassungen sehr gut daran abbilden und hat eine sehr kurze Rechenzeit. Am Ende ist dann immer natürlich das Ziel, das optimale Design trotzdem nochmal in Ansys Mechanical, hier jetzt in Ansys Mechanical, durchzuführen, um zu prüfen, ob da eine wirklich reale Übereinstimmung da ist. Und das war zum Beispiel hier in dem Fall auch mitgegeben. Genau, das war nochmal ein kurzes Beispiel, wie man mit Ansys OptiSlang zum Beispiel so eine Optimierung am Beispiel von einem Industrieventilator machen kann, wo wir als Eingabeparameter vor allem geometrische Parameter gewählt haben und als Ausgabeparameter hatten wir unsere Eigenfrequenzen, die wir aus unserem Betriebsbereich herausholen wollten. Damit war es themenmäßig jetzt schon alles zu Ansys OptiSlang. Ich denke mal, das ist ein sehr gutes Tool, wenn man firmenintern oder generell Designs optimieren möchte, Modelle anpassen möchte, an reale experimentelle Versuche, Materialparameter anpassen möchte. Also da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten da. Vor allem im Bereich, wo man Modelle hat, die eine kürzere Rechenzeit hat, um viele Modelle gleichzeitig parallel oder hintereinander rechnen zu lassen mit so verschiedenen Designs. Man erhält dann ein sehr gutes Metamodell, was man dann darauf optimieren kann und sein eigenes Modell besser quasi verstehen oder lernen kann. Ich hoffe, Ihnen hat das ganze Webinar gefallen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Entweder unter der E-Mail-Adresse oder unter der Telefonnummer. Ansonsten auch Fragen nicht nur zu OptiSlang, sondern auch zu irgendwelchen anderen Softwarepaketen oder zu Hardwareanforderungen können Sie sich gerne immer bei uns CFX Berlin melden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.